Wie war dein Tag? Ganz gut. War nichts Besonderes? Nein. Du hast doch mit Bianca und Vanessa irgendwas im Stall gemacht. Wer hat das gesagt? Niemand, aber ihr wart den ganzen Tag da drin. Das war ein Projekt für die Schule. Ach so. So konnte ich noch ein bisschen bei Miss Dixie sein, bevor sie weg ist. Kann ich bitte aufstehen? Wieso hast du es denn so eilig? Weil wir immer noch nicht fertig sind. Na, geh schon. Ist ihr was über die Leber gelaufen? Gunnar, es ist nicht fair, sie so zu quälen. Ich würde es ihr nicht so leicht machen. Morgen, Schatz. Gut geschlafen. Und ob? Bis nachher. Frühstückst du nicht? Heute nicht, ich bin verabredet. Ich werde dich vermissen. Ich kann nichts dafür. Wendy? Ich muss mich beeilen. Jetzt warte doch mal. Alles in Ordnung, ich habe mich verabschiedet. Erik Albertsen kommt nachher und... Ich will es nicht wissen, es interessiert mich nicht. Wendy! Was ist denn hier los? Darf ich fragen, was das soll? Wir sagen nur laut unsere Meinung. Wie schön für euch. Und wieso gerade hier? Weil du Kosmetikartikel verkaufst, für die man unschuldige Tiere... Das ist doch lächerlich. Was wollt ihr von mir? Geht zu den Kosmetikkonzernen. Die würden bestimmt nicht auf uns hören. Aber wenn du denen ihre Produkte zurück... So ist das. Und ihr belagert mich so lange, bis ich es tue. Wenn es nötig ist. Oh, gerade von Ihnen, mein Lieber, dachte ich, dass Sie mehr Verstand hätten. Gerade von Ihnen, meine Liebe, dachte ich, dass Sie mehr Verstand hätten. Hallo, Mami. Oh nein, du auch, das fehlt mir noch. Weißt du eigentlich, was die Armtiere durchmachen? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Eltern durchmachen. Wir gehen hier nicht weg, Tante Ingrid. Egal, wie lange es dauert. Macht keinen guten Eindruck, wenn die Tochter in der vordersten Reihe protestiert. Und wenn ich die Sachen zurückschicken würde, was dann? Und dazu eine Begründung. Dann verschwindet ihr hier? Ja. Na gut. Ehrlich? Ich schicke das Zeug zurück. Einfach so? Vielleicht hätte ich es sowieso getan. Die Sachen sind maßlos überteuert. Und jetzt verschwindet, bevor ich die Polizei rufe. Und dich können sie auch gleich mitnehmen. Dann haben wir gewonnen? Ja, es sieht ganz so aus. Ja! 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 Wer sagt's denn? Und du hast keinen blassen Schimmer, wie die Stöcke aus dem Gemüsegarten an diese Plakate kommen? Nein, absolut keine Ahnung, Chef. Aber du weißt hoffentlich, wie du sie da wieder hinstellst. Ja, Chef. Das war ja ein starkes Stück. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Natürlich. Wenn ich den Tieren hier schon nicht helfen kann, dann will ich wenigstens versuchen, sie woanders zu retten. Tja, na schön. Trotzdem hast du bei Tante Ingrid was wieder gut zu machen. Meinetwegen. Hake das Laub von der Auffahrt weg, das genügt. In Ordnung. Gut. Und jetzt kommst du mit mir. Ich dachte, sie wäre weg. Nein. Aber du hast gesagt, Albertsen kommt, um sie zu holen. Ich habe versucht zu sagen, dass Albertsen kommt, um das Geld für sie zu holen. Aber du bist weggelaufen. Ab heute gehört sie dir. Du wirst dich um sie kümmern. Na klar. Du hast auch noch Penny. Vergiss das nicht. Wenn du sie vernachlässigst, wird Miss Dixie verkauft. Nur keine Sorge, das passiert nicht. Deine Mutter wollte auch, dass ich dir sage, wie wichtig Hausaufgaben sind. Ist registriert. So, meinst du machst ein gutes Pferd aus ihr? Das kriegen wir hin. Habe ich recht, Miss Dixie?